Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Vaporum. Ja, wir sind auf Secret-Jagd, aber vorher, es ist ein neuer Patch rausgekommen, nämlich Patch Nummer 4 mit Build 224 jetzt mittlerweile. Dadurch wurden ein paar Sachen geändert, unter anderem Difficulty Prompt. Ja, das haben wir ausgestellt. Movement Type. Ja, zum einen ist das Direction Keypad reingekommen. Das man theoretisch jetzt benutzen könnte, aber ich stehe da nicht so drauf. Und das hier. Time Mode. Ich finde, es ist eine nette Sache, der Time Mode. Weil solange wir uns nicht bewegen, bleibt die Zeit stehen. Advanced Time and Stop Time Mode. Also ja, so können wir Sachen bewegen lassen. Sozusagen sowas Pseudo-Rundenbasiertes. Hm. Gut, kann ich beides vielleicht ausschalten? Also erst einmal das Direction Keypad will ich ausschalten. Und den Time Mode. Jo. Weil, finde ich, da wir unseren Playthrough so angefangen haben, ohne die beiden Sachen, also auf jeden Fall ohne den Time Mode, das Pad benutze ich ja eh nicht, lasse ich beides mal weg. So, jetzt zu den Secrets. Ich muss sagen, ich habe nachgeguckt, wo die Secrets sein sollen. Und das erste Secret ist hier. Und ja, da ist der verdammte Knopf, der ist da oben. So, ein Circuit Upgrade, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Schild und ein Repair Pack und sowieso. So, Circuit Upgrade ist schon mal wichtig. Da können wir nämlich jetzt endlich den Armorer reinnehmen. Für mehr Health und vor allem für weniger Damage. So, und dann haben wir hier noch ein Schild. Block. Was bringt mir das Schild? Block Chance. Ventilation Damage 75%. Hä? Oh, also wenn mich einer angreift, dann kriegt er 75% des Schadens auf sich zurückgeschmissen. Ist gar nicht mal so schlecht. Allerdings blockt es nicht so viel jetzt. Und bringt weniger Integrity, aber ist okay. Behalten wir es mal. Wir können es ja irgendwo oben dann lagern. So, jetzt muss ich mich orientieren. Genau, wir wollen nämlich zu dieser tollen Feuerballfalle hier unten gehen. Und ich hoffe mal, dass ich die Secrets jetzt in einer Aufnahme ist. Also nicht in einer Aufnahme, das ist schon in einer Folge alle abdecke. Weil wir wollen ja auch weitermachen. Ich habe ja in der letzten Aufnahmesession, bei der es mir den Anfang verhauen hat, ja etwas Zeit verschwendet. So, hier muss irgendwo ein Knopf sein. Also erstmal wieder die Falle auslösen. Da ist keiner. Da auch nicht. Da auch nicht. Weil hier sollte irgendwo ein Knopf auf jeden Fall sein. Der hier ein Secret öffnet. Hm.
gucke gerade. Oder ich nehme einfach den Knopf hier. Der sieht nämlich so aus, als ob es der Secret-Knopf ist. Ja, Secret found. Repair Pack. Wham. Ja. Ein schwerer Hammer. Ein sehr schöner Hammer sogar. Weil das hier sind normale Sachen, also kann ich den Battle with Warhammer mal weglegen und kann den da einpacken. Und kann den Drainer tauschen. 15% Integrity. Aber maximal 150. 40 Damage ist egal. Energy Cost. Ah, kostet doch ein Stückchen mehr, aber bringt auch ein bisschen mehr. Wobei ich den da gern behalten würde. Was könnte ich denn rauswerfen? Ja, zum Beispiel die Kadettenpistole hier. Ach nee, halt, das ist der Piercer. Die Kadettenpistole habe ich ja woanders. So, dann schmeißen wir halt die Assault Shotgun raus. Wir haben ja diese böse Shotgun hier. So. Gut, und das letzte Secret ist hier oben. Dann müssten wir den Statistiken zufolge alle vier haben hier. Weil hier hinten, hier war die Kanone, hier war auch ein Secret hinter der Kanone. Das hätten wir uns damals mit der Kiste verbauen können. So. Ja. So, hier müsste irgendwo ein Knopf sein. Genau, den sieht man nicht sonderlich gut, deswegen leuchte ich mal drauf. Und er macht hier das letzte Secret auf. Heavy Cannon. What the hell? Provides brutal firepower and defense at the cost of lower precision and heavy armor cons. Wow, 3 Armor, aber es ist plus 5 Toughness. Heilige Scheiße. Und ein Haufen Damage, ey. Was schmeißen wir für dich raus? Ja, ich könnte irgendeinen von den alten Harnesses rausschmeißen und dich dafür reinnehmen, die Heavy Cannon. Wie das so aussieht, wenn man mit dir schießt. Okay. Ja. Autsch. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Gut, das waren die Secrets hier unten. Jo, 4 von 4. Das heißt, wir können uns wieder auf den Weg nach oben machen. So, Boiler. Der läuft. Ganz kurz. So. Gehen wir wieder nach oben, wo die Presse gestanden hat. Die wir ja mittlerweile auch nicht mehr brauchen.
Jetzt müssen wir einmal außen rumlatschen. Ja, durch den Flammenwerfer-Todestrakt. Vorbei an dieser Feuerballfalle. Hier durch. So. Sind wir ja schon fast da, wo ich hin will. Denn das letzte Secret ist wirklich hier hinten. Hier hat uns das komische Etwas aufgelauert, was unsere Magie gedraint hat. Also unsere Energy. Und hier ist der letzte Knopf. Für das Secret hier drüben. Das ist ein Lifeblade. Das ist auf jeden Fall besser als unseres. Ja. Hat sogar eine erhöhte Präzision. So. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal unser erstes Lager. Das will ich aufheben. Den finde ich nicht so toll. Eine Musketeer-Rifle. So, dann noch den Hammer. Die Heavy Cannon, ja. Ich behalte sie mal. Ich will sie einfach mal ausprobieren. So, rüstungsmäßig. Kann ich auch noch wegpacken Sachen. So, und den Basic Trainer lasse ich auch mal hier. So. Sieht doch viel aufgeräumter aus. Jetzt. So, jetzt können wir den Fahrstuhl nach oben nehmen. Und ja, habe ich doch eigentlich recht schnell jetzt geschafft. Hat mich ja nur 10 Minuten gedauert, ungefähr. Creepy little things. Aha. Ja, ich erkenne schon was für creepy little things. Create a Tauma cast figure in front of you in order to lure enemies into attacking it instead of you. Oh man, I hate spiders. Das sind die Jungs. Oh. Das sind ein paar viele. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ich verstehe schon. Ihr seid viele. So. Ihr seid tot. This doesn't make any sense. All the systems and the machines, they're all hostile now. We made them to protect and support the people while they lived and worked here. There's no way this is some kind of simple malfunction. Ist es ja auch nicht. Wir haben ja einen Bericht gelesen, nachdem zufolge die Maschinen angefangen haben durchzudrehen. Nachdem man ihnen die neuen Fumiumkerne
oder Fumiumbatterien eingepflanzt hat. Mhm. Und immer schön nach Knöpfen Ausschau halten. Wir haben ja jetzt hier wieder zwei Secrets nur, okay. Das sollte dann also nicht ganz so schwierig sein, zwei Secrets zu finden. Ja gut, machen wir aber erstmal den Weg weiter. Okay, das ist auch eine Art. Dadurch haben wir nichts hier hinten ausgelöst. Bin ich schon mal froh drüber. Hier sind wieder Pumpen. Ich habe auch irgendwie immer gerade im Augenblick ein bisschen Schiss, dass irgendwas von oben auf uns runterfallen könnte. Oder dass mich einfach eine Türe erschreckt. Hm. Nein. So, hole ich mir meine Wurfwaffe wieder. Ich glaube auch nicht, dass der Decoy was hier bringt, oder? Nö. Wie viel kostet der? Der kostet ja nicht sehr viel, hä? 50, ja, geht. Der Basic Zapper. Ja, das sieht wieder so aus, als ob es gleich hinter mir zugeht. Ach, nö. Au. Ja. Au. So, du bist tot. Du stehst da ungünstig. Ja. So. Ich habe ja zur Not immer noch mehr als genug. Ja. Health Packs, aber verschwenden will ich die jetzt eigentlich auch nicht. So, was haben wir hier? Die Captain Pistol. Ist auf jeden Fall besser als die Kadettenpistole. Und was haben wir? Ein Steel Dagger. Ah, nö. Und ja, ich tausche die einfach aus, die Standardsachen. Long Time No See von Jane Shane. Ah, mal wieder was von unserem Substance Field Assistant. Hey Kumpel, ich habe dich lange Zeit nicht gesehen. Seitdem sie mich in die Labore verlegt haben. Das Leben ist echt ein fettes Wildschwein. Oder eine fette Wildsau. Je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Die Leute hier sind anders. So ernst und reserviert. Jemand hätte mir sagen können, dass man hier oben angezogen sein muss wie zu einer Beerdigung.
Anzüge, Umhänge, Krawatten und leere Blicke. Irgendetwas geht definitiv vor auf diesem Stockwerk. Das kann ich dir sagen. Etwas... Ich kann nicht die richtigen Wörter finden, um es zu beschreiben. Sehe ich dich morgen in der Kantine? Mhm. Arrogant Lover, das klingt wieder nach, Dings, nach... Nö, nicht nach Lover, aber nach wem? Laura has been acting really weird in the last few months. She always used to like my quips and observations about the projects and the personnel. But now... She's grown arrogant, even towards me. I understand the ordinary worms on her team don't deserve sympathy, but why does she just glance over me? I'm not just anybody, I'm James Kroll. After all, maybe Mrs. Page wasn't as off about Laura as I thought. There's definitely something going on with her. Something subversive. Ja, das fällt dir aber später auf, du Vollidiot.